willkommen bei der Millionenshow. Hallo. Hallo. Also, ich stelle Ihnen jetzt die 1000-Euro-Frage. Konditionieren. A. Bezeichnet die Herstellung von Kondensmilch aus Milch durch Wasserentzug. B. Bezeichnet den Erwerb von Wissen unter starker Konzentration. Oder C. Bezeichnet das Lernen von bestimmten Reaktionen auf bestimmte Reize. Ich sage jetzt einmal C. Und C ist richtig! Nun kommen wir zur 5000-Euro-Frage. Gib einen Applaus! Unser Publikum rastet aus. Welche Aussage zum Thema Schlaf stimmt? A. Mit Alkohol im Blut schläft man besser. B. Am Ende einer Nacht hat man vor allem Tiefschlafphasen. Oder C. Schlaf dient unter anderem dem Gedächtnis. B. 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 Was meint das Publikum? Wir sagen B. 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 Ja, sicher. C, wenn es ein bisschen überlegen ist. Ich glaube, es ist C. Ja, ich glaube, es ist C. Unser Kandidat meint auch C und das ist richtig, ganz toll. Jetzt kommen wir zur 10.000-Euro-Frage. Aufmerksamkeit. A. Dient dazu, aus einer Vielzahl von Sinnesreizen die relevante Information herauszufiltern. B. Ist vom Funktionieren der Großhirnrinde unabhängig. C. Dient dazu, die Sinnesorgane vor Reiz Überflutung zu schützen. Ich nehme A. Und die richtige Antwort ist A. So, beginnen wir gleich mit der Frage. Welche Maßnahmen vor einem Test verbessert am ersten dein Testergebnis? Ist es vielleicht A, dir klar machen, dass du in diesem Fach gut bist, B, 400 Meter Rennen, C, ein Schokoriegel essen? Dun, 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 dun. Ich denke, es ist Antwort A. Es ist richtig! So, jetzt kommen wir zur letzten Frage, die 1-Million-Euro-Frage. Sind Sie bereit? Ja. Gut. Beim Anblick eines Menschen, in den wir verliebt sind, wird A. das Bestrafungssystem im Gehirn deaktiviert, B. das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert oder C. wird das Nervensystem deaktiviert. Was glauben Sie? Beratung, einen Moment. Ja. Okay, wir sagen B. Aber es könnte eigentlich auch A sein. Es ist B. Okay, sind Sie sich wirklich sicher? Nicht wirklich, aber wir sagen B. Okay, und die Antwort ist richtig!